So, okidoki. So, Außenrahmen haben wir schon mal gelegt. Jetzt müssen wir das Gesamte nachbauen. Das heißt, wir haben erstmal ein paar solide Berechnungen anstellen hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0,7, 0,8, 9, 100.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Das macht 24. Genau, 3 mal 7 plus 3 sind 24. Dann haben wir pro Dingsmonster brauchen wir 4 Blöcke in die Höhe. Das heißt, Summa Sumero, Summa Sumaro, Summa deine Mutter für 96. 96 brauchen wir also mindestens alleine für die Säulen, die Außensäulen. Und dann kommt ja außenrum auch nochmal so ein Ring. Wow, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Kreative Namensgebung. So, wir brauchen genau, 96. Gott, dann wird das ja mit dem Holz bei weitem nicht reichen. Gott, müssen wir erstmal Holz schlachten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 44 und da hinten auch noch zwei verlängert. Machen wir 50. So, also 50 auf der Seite, 50 auf der Seite. Und dennoch die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Also machen wir einfach 50, 50, 25, 25. Und jetzt kommen wir insgesamt auf 150. 150 plus 96 heißt, wir brauchen 250 fucking Holzblöcke. Wow, da reichen wir mit dem 1-Deck echt weit. Ich will sterben. Okay, wir werden erstmal Holz sammeln. Ganz viel Holz sammeln. Wir haben mal hier ein paar Bäume, dann schlachte ich mal hier. Na komm, 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 du kommst ja eh schlafster. Ach Gottchen. Ja, ja, große Häuser verbrauchen viel Holz. Zum Glück haben wir hier gleich ein paar Mammutbäume zu stehen. Die werden wir auch gut gebrauchen. Das fürchte ich. Das Schöne bei diesen großen Bäumen, da kann man sich sehr schön hochbauen. So. Oh, da ist so einer in der Hölle gestorben. Scheiße. Oh, wir haben Kakao bekommen. Ha. Ja, komm, das Holz können wir da. Ach nee. Das wird hier alles aufgesammelt. Umweltverschmutzung von gestern. Hey, wo war denn Holz? Wieso ist da Holz, aber hier kein Holz? Ich habe nicht genug Holz vor der Hütte. Ich sag's ja. So, hier ist auch wieder so ein Ding. Kann er jetzt hier nicht jedes Mal runterrennen? Oh.
Und bevor jemand kommt, nein, ich werde nicht so eine Mod installieren, mit der, wenn man einen Baum fällt, der gesamte Baum mit einmal gerodet wird. Was einfach den Hintergrund hat, dass die meisten von diesen Maps, oder also anders gesagt, alle, die ich bisher gefunden habe, nicht wirklich meinen Erwartungen entsprechen. In dem Sinne, dass sie mit allen Baumsorten funktionieren. Von daher heißt das hier gemütliches beieinander sitzen und Bäume fällen. Außerdem, wenn man schon Rohstoffe haben möchte, dann darf man dafür auch looten. So meine Rede. Meine Meinung muss doch. So, okay. Also siehst du, den ersten Bomb haben wir ja schon. Das geht ja. Vor allem, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann müssten wir ja auch eigentlich gerade mal einen einzigen... Wow, du Scheiße, was war das denn gerade? Da müssen wir ja auch nur einen einzigen fällen. Also, Quatsch, was rede ich denn da? Nee, dann reicht ein einziger Baum für einen Stack. Das heißt also, wir müssten gerade mal... Dann muss ich überlegen. Ah, kommt der? Okay. Ist da noch mehr Holz? Nein. Gut, dann ist die andere. Oh, da ist noch Holz. Ja, das Holz ist jedenfalls despawned. Schade eigentlich. So, willkommen zu... willkommen, klar. Warum schlägst du mich? Wer schlägt hier wen? Leute! Hier gibt's keine Gewalt. Das ist ein friedlicher Server. Wo stand jetzt der Baum? Scheiße. Ach da. Nein. Hä? So, das war wahrscheinlich hier. Gut, dann nehmen wir die Dinger mal weg. Du kommst dahin und dann pflanzen wir gleich mal neu drin den Baum. Das macht ja soweit Sinn. Ich bin aber auch bescheuert. Wir könnten doch eigentlich gleich den Riesenbaum da pflanzen. Dann haben wir den gleich bei uns in der Nähe. Aber können wir beim nächsten Mal machen. Hat mich zumindest nicht verfolgt. Vielleicht ist der neu und wollte nur mal ausprobieren. Hat mich zumindest nicht verfolgt. Ah. Okay. Ach ja, unsere Hack. Hä? Nee, unsere Spitzhacke ist tot? Ich wollte gerade sagen. Ja doch, genau. Heißt also, mit einem Riesenbaum kriegen wir mehr als einen Stack. Dann geht es ja vielleicht doch etwas nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. So, wir brauchen 250 Holz. Das heißt, wenn wir 60 pro Stack haben, dann heißt das also 250 durch 60, das sind etwas mehr als 4. Wir bräuchten also ja, knapp, also mindestens 4 Stacks. Das geht ja tatsächlich sogar noch. Ein Apfel! Yay! Ich liebe Apfel! Apfel sind schön! So, und ich pflanze dich einfach mal dahin. Hallo? Der Server geht aber gerade ganz schön hier nach hier, ne? Ist ja hier. Okay, doch nicht. War bloß bei dem einen. Ja. Der Server ist überhaupt nicht ausgelastet. Was ist mit dir los, mein Junge? Hier ist geschützter Bereich, da kannst du hinbauen, wie du willst, Junge. Das wird nicht funktionieren. Hey, bleib stehen. Arschloch. Habe ich nicht offiziell gesagt? Mich hat keiner gehört. Die arme Kuh. So, okay. Noch mehr? Nein, doch. Egal. So, gut, dann fangen wir jetzt am besten mal an, hier die ersten Dinger oft auszutauschen. Das heißt, wir brauchen... Hey, jetzt haben wir ja drei. Ah, nee, das ist was anderes. Schon fertig bekloppt, ey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
gemacht. 1, 2, 3, 4. Oh, das war einer zu viel. Ja, das war einer zu viel. Fuck! Dankeschön. Ach, komm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Autsch. Digga. 1, 2, 3, 4. War es jetzt 4? Ja. Digga, wie krieg ich hier Schaden? Das Spiel hat aber hat ja wohl einen Schaden. So, wer schafft hier was? So Brote. Ah, Kuchen fällt. Oh, Rolfe kocht von alleine. Jetzt wird gespielt. Yay. Ja, ich und meine Mutter haben Brot gemacht. Also, vorbereitet, gebacken hat der Ofen. Für alle, die es immer noch nicht wissen, ja, Lilie ist meine Mutter. Also, sie heißt im Echt natürlich nicht Lilie, sondern das ist ihr Spielername, genauso wie ich ja im Echten auch nicht Walker heiße. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muss ja auch nicht jeder so dumm sein wie Kirito, der seinen echten Namen als Playername verwendet. 1, 2, 3, 4. Und jeder, der nicht weiß, wer Kirito ist, Leute, das ist Allgemeinbildung. 1, 2, 3, 4. Also wer Kirito nicht kennt, der kennt mich noch nicht. Ne? Also das ist ja echt 2, 3, 4. Ne? Also ich meine, Kirito ist echt ein geiler Ficker. So, der nächste Stack. 2, 3, 4. Es geht ja relativ zügig hier. 1, 2, 3, 4. Na komm. 1, 2, 3, 4. Oh, ich habe gerade Flint bekommen, kann es sein? Ja, und wieder. Also dafür, dass es zu selten kommt, kommt es ganz schön häufig. Oh, schon wieder. Alter, also, was ist hier los? Digga. Dreimal Flint direkt hintereinander hatte ich ja noch nie gehabt. Okay, it's a bug. It's a bug. Wow. Ich glaube, gleich fährt sich der Server runter. Ah. Mal wieder Kies. 1, 2, 3, 4. Okay, damit haben wir schon mal die Pfeiler. Stehen alle schon mal. Damit wird praktisch schon mal so das erste, so der erste Eindruck von der Größe des Gebäudes. Ja doch, das geht. Das ist in Ordnung. Ja doch. So von der Größe, oder kann ich mir das auch vorgestellt. Das Ganze wird natürlich noch wesentlich größer, weil das ist ja gerade mal eine Etage. Da kommt erstens noch eine Decke drauf und zweitens dann nochmal zwei Etagen drüber. Das Gesamte soll dann mindestens zwei, in der Regel eigentlich dreietagig werden. Jetzt baut er da direkt an meinem... Wer das Gebäude sieht scheiße aus, Junge, dann muss der Gebäude leider wieder abreißen. Weil es ist in der Sichtzone, ne? Also, orientiere dich an den Künsten bitte an Master Warcraft. Der Dude, der weiß, wie das geht. Okay, Querbalken. Ich mach die am dümmsten so... Ne, so hier. Na, ich fick deine Oma. Ne. Ach Mann, ey. Are you crazy? Ich krieg eine Feder. Geht das so? Natürlich nicht. Wie mache ich das denn am dümmsten? Bin gerade etwas irritiert. Okay, komm. Wir machen die ganz harte Tour, ja. Für echte Männer. Ich setze einfach hier einen Block hin. Dankeschön. So. Oh, ah, scheiße. Zu tief. Das ist zu tief. Das Ganze muss ja eins höher. So. Die hier muss das Ganze.
Perfekt. Nein! Nein! So. Okay. Fuck you. I hate you so much. Okay, der nächste Stack. Nein, ich hasse dich. Ich könnte eigentlich auch raufgehen, oder? Oh, ach so, okay. Der hat du missgebraucht. So, dann baue ich am besten hier mal so ein Ding. Da, da, da. Und jetzt wird das Oldschool gemacht. Hallo? Ach ne, oder? Ach man, ey, krieg hier gleich eine Krise. Eine Schiedelscheiße. Okay. Reicht das? Ja, dann halt so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein Goody Gott. Komm jetzt her. Ey, was ruft er mit dir? Ist er richtig? Er ist richtig. Nein, der hier ist falsch. So, hier muss ich wieder. Ja, wie denn jetzt eigentlich? Der da kommt auch erstmal weg. Oder kann er so bleiben erstmal? Ich lasse ihn erstmal so. Nee, aber hier muss auf jeden Fall einer ran. So, da dran. Bam. Du kommst nämlich da dran. Jawohl. Okay. Fuck, 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 fuck. Ja. Hä? Ach, ich bin. Ach, Mann. Ist doch komplett falsch. Ist die Aufnahme fertig, dann komme ich als Walker. So, das muss doch erstmal weitergehen. Ja, komm, blöder. Ach, diese Esel. Dumm wie Esel. So, hier kommt nämlich der Abzweig. Und nicht von da vorne. Das habe ich eine Einheit zu früh gemacht. Das ist natürlich traurig. Da, 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 da. So. Oh, ist immer noch eins zu hoch. Fuck. Komm her. Egal. So, jetzt kommst du. Genau. Jawohl. Ja. Perfekt. Na komm. Ja. 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 Na komm jetzt. Ja. Ja. Na, Alter, hallo? Ja, ja, ja. Jawohl, 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 jawohl. Ja, jawohl, jawohl, jawohl. So, ich mach das erstmal hier komplett gerade durch, ne? Einfach radikal. Nicht gerade genau so. Sorry, aber du musst leider wieder ab. Du hast schon wieder verkackt. So, und da ist dann unser erstes Holz auch schon vorbei. Okay. So, dann können wir jetzt erstmal den Kackstift hier entfernen. Okay. Gut, und dann kommt mich jetzt von dem nächsten Holz, von diesem etwas helleren Holz, also hier von dem, was wir hier gepflanzt haben. Achso, hier ist ja wohl noch ein bisschen.
Holz. Wir brauchen das helle Holz. Das da. Ich will jetzt erstmal gucken, ob es wirklich so schön aussieht, wie ich gehofft habe. Ja doch, komm, das geht. Das ist wunderbar. Weil das normale Holz würde nämlich so hier aussehen und das ist mir definitiv zu dunkel. Und auch das Dschungelholz, das ist noch fast noch dunkler. Ist sogar genau gleich dunkel. Hä? Ach so, okay, das bräunlicher. Das ist vielleicht bräunlich. Das hier ist halt mehr so in den Grauton. Aber eben, ich habe halt lieber so ein helles Holz. Quatsch. Das da, so ein helles Holz. So schön gelblich, das passt denn von der Optik ganz gut. Okay. Da nehme ich Blöcke. Gib. Das geht doch, das ist ja ganz in Ordnung. Wow, scheiße. Du bist falsch. Geh weg, komm, geh weg. Dankeschön. So, was schränkt denn hier schon wieder alles? Also, Ronny, ist Klarschein, Wagenschein? Nein, als Dach? Okay, danke, dann nehme ich Blöcke hier. Von oben sieht okay aus, aber man fliegt durch die Scheibe. Oh! Hä, man fliegt durch? Okay. Keine Ahnung, was ihr jetzt damit meint. Man kann doch scheinbar gar nicht waagerecht verlegen. Ich meine, dass wenn man die waagerecht verlegt hat, dass man dann da durchfällt, das kann ich mir sogar vorstellen. Aber eben, man kann die normalerweise gar nicht waagerecht verlegen. Das wäre mir jetzt komplett neu. Wie gesagt, ich persönlich bin in Minecraft auch gar nicht so fundiert. Ich habe halt damals, als Minecraft rauskam, habe ich halt mal gespielt und habe mir auch Let's Plays von Gronkh angeguckt. Aber ansonsten bin ich persönlich eigentlich schon relativ frühzeitig auf meinen Test umgestiegen, weil mir halt Minecraft damals zu instabil war und vor allem zu performance-lastig. Performance-lastig. Zu leistungshungrig. Also einfach, ja, zu imperformant. So ist das. Genau das Wort habe ich gesucht. Von daher, wie gesagt, bin ich relativ schnell auf MyTest umgestiegen. Außerdem mag ich persönlich es am liebsten, wenn ich so im Programmcode rumschnuppern kann und weiß, wie Sachen funktionieren. Und Minecraft ist halt kein Open Source Programm mehr. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Es gab wohl irgendwie mal eine geleakte Version für Programmierer, die Mods erstellt haben. Da wurde mal irgendwie der Quellcode offengelegt, damit die halt gucken können, wie was funktioniert. Aber zwischen einer Offenlegung von einem Quellcode mal so als Akt der Gnade und einem wirklichen Open-Source-Programm ist halt doch noch Unterschiede. Ne? Und das waren halt so die Beweggründe, dass ich mich halt damals wieder was für meinen Test entschieden hatte. Erstens fand ich das Projekt ultra geil. Ja, und dementsprechend ist halt mein Wissenshorizont von Minecraft und damit auch von Minecraft 2, was sich ja an Minecraft orientiert, eher begrenzt. Ich mogel mich halt so durch, ne? Oh, wir sind bereits eine Reihe rum. Ha! Damit ist ja die erste Reihe quasi, also die erste Etage quasi schon so relativ, naja, ehrlich gesagt, nicht wirklich weit vorgeschritten. Wir haben gerade mal die Außenhaut etwas. Okidoki. So, hier haben wir. Hä? Hab ich. Wow, ernsthaft. Nein, ich hab die. Oh, scheiße. Hä? Nee, ist gar nicht abgegangen. Ach, weil die beide die gleichen Blätter benutzen. Ah, okay, das macht Sinn. Nein, da.
Ach nee, das ist ja ein anderer Baum, das ist ja hier so ein großer Baum. Ach scheiße. Ja, das heißt also, die Samen von dem Dixabomsterbaum sind jetzt verschwunden. Weg. Super. So. Fuck. Das war zu weit. Ich brauche bitte richtige Erde, weil die Erde hier wird nämlich nicht überwachsen, die schon. So, dann würde ich mal sagen, das war's erstmal wieder mit der Runde. Dann würde ich mich auf jeden Fall erstmal verabschieden. Ja, ne? In dem Sinne würde ich sagen, schau mit V. Ich würde gerne warten, bis der Baum hier noch abgepflanzt ist, aber braucht der ewig. Ist da noch Holz drin? Oh ja, das ist noch Holz drin. Na gut, okay. Dann hat sich die Sache sowieso erledigt. Dann machen wir, wie gesagt, nächste Runde, nächste Folge weiter. In dem Sinne, schau mit V.